Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's, der Alex. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Im letzten Video habe ich bereits angekündigt, dass ich eine neue Videoreihe erstellen werde, wo ich zeige, wie du Schritt für Schritt deinen eigenen Online-Shop erstellen kannst. In diesem Video verrate ich dir, um welches Shop-System es sich handelt, welche Funktion das Shop-System mit sich bringt und wir schauen uns einige Shops an, die mit diesem Shop-System realisiert wurden. Das Ganze in diesem Video. Ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Viel Spaß bei diesem Video. Freunde, wie angekündigt, möchte ich euch hier das Online-Shop-System vorstellen, wofür ich eine neue Videoreihe erstellen werde und dir zeige, wie du Schritt für Schritt deinen eigenen Online-Shop erstellen kannst. Wenn du das Ganze nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne diesen Kanal, drücke auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellsten Stand. Gib dem Video gerne jetzt schon mal einen Daumen hoch, das motiviert mich, viele weitere Videos zu machen. Und lässt uns als Community wachsen und uns gegenseitig zu unterstützen. Und ihr seht es schon, es geht hier um die Gambio Online Shop Komplettlösung. Komplettlösung heißt, dass es hier alles beinhaltet, um ein vollwertiges Online Shop System zu bieten, was konkurrenzfähig zu anderen Online Shop Systemen super gut ist und natürlich auch viel, viel mehr Extras. Die ganzen Funktionen gehen wir gleich Schritt für Schritt durch. Vorab möchte ich euch zeigen, als ich mich 2016 auf die Suche begeben habe nach einem Online-Shop-System, waren mir viele Kriterien wichtig, die hier das Gambio Online-Shop-System erfüllt hat. Und die wären zum Beispiel neben der Benutzerfreundlichkeit für Kunden sowohl die Desktop-Ansicht, aber auch noch viel wichtiger die mobile Ansicht. Denn 80% der Kunden kaufen mittlerweile online bzw. über ihr Smartphone und dementsprechend ist es super wichtig, dass hier auch die mobile Ansicht sehr, sehr gut ist. Und das war hier gegeben. Das andere ist natürlich auch das, was im Hintergrund abläuft. Die Benutzerfreundlichkeit für den Bediener muss auch sehr gut sein, aber auch natürlich Updates, der Kundensupport, falls man Probleme hat mit dem Shop. Und das war auch hier gegeben. Denn Gambio ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Bremen. Somit hat man hier die Möglichkeit, definitiv immer guten Kundensupport zu bekommen. Ihr seht es hier, da blinkt es schon kostenlos starten. Und tatsächlich könnt ihr euch hier für 14 Tage komplett unverbindlich einen Online-Shop erstellen. Ich packe euch den Link mal unten in die Beschreibung. Registriert euch, probiert es aus, ob es was für euch ist und sonst werden wir das Ganze Schritt für Schritt abarbeiten. Bevor wir uns hier registrieren, ich zeige euch auch gleich das Dashboard vom Backoffice, möchte ich euch hier einmal die Funktionen zeigen, die dieser Shop mit sich bringt. Und zwar haben wir hier tatsächlich das Ganze nach einem Baukastenprinzip, wie auch viele andere Shop-Systeme funktionieren. Das heißt, ihr braucht keinerlei Programmierkenntnisse und könnt das super leicht bedienen. Layouts, Designs, ihr müsst nicht irgendwelche grafischen Kenntnisse haben, könnt ihr hier komplett einfach und problemlos steuern. Genauso werden die Sachen direkt meistens schon an die mobile Version angepasst oder ihr könnt natürlich die mobile Version direkt euch anzeigen lassen und das Ganze da anpassen. Aber das Ganze funktioniert per Drag and Drop, das heißt, ihr zieht einfach Bilder oder Texte auf bestimmte Positionen, wo ihr die haben wollt und dann habt ihr sie da. Farben, Schriftarten und so weiter könnt ihr problemlos für die jeweiligen Bereiche ändern, so dass ihr dann euch einen individuellen Shop erstellen könnt. Wichtiges Thema ist natürlich auch die Rechtssicherheit und Abmahnschutz. Hier ist es tatsächlich auch teilweise inklusive, aber auch natürlich Sachen wie Händlerbund, was ich auf diesem Kanal bewerbe, könnt ihr natürlich problemlos integrieren, so dass ihr da auch immer auf dem aktuellsten Stand seid. So, Bilder und Artikel, das Hinzufügen geht alles problemlos und einfach. Wir werden das Schritt für Schritt durchgehen, wo ihr dann verstehen könnt, wie das Ganze funktioniert. Jedoch ist vieles super selbsterklärend und ganz einfach. Des Weiteren kommen wir zu den Zahlungsarten. Auch hier ist es super wichtig, dass die jeweiligen Zahlungsarten vertreten sind, denn ein Kunde möchte gerne mit seiner Zahlungsart bezahlen, wo er schon ein Konto hat und die, wo er vertraut. Und das ist in dem Falle zum Beispiel PayPal oder auch Klarna, sogar Amazon Pay haben wir hier die Möglichkeit zu integrieren und vieles mehr. Auch bei den Versandarten ist es super wichtig, dass das Ganze hier funktioniert.
Gambio bietet hier verschiedenste Integrationen für die gängigsten Versanddienstleister, so dass ihr direkt im Shopsystem die verschiedenen Labels generieren könnt, ausdrucken könnt und schon das Paket versenden könnt. Super einfach und funktioniert reibungslos. Bestellungen und Kunden könnt ihr genauso in dem Shopsystem verwalten, was auch meiner Meinung nach sehr wichtig ist. Ihr könnt hier verschiedene Kundengruppen erstellen und vieles mehr. Des Weiteren haben wir auch hier das Marketing, was auch ein sehr wichtiges Thema ist, denn ihr müsst euren eigenen Online-Shop selbst bewerben und für Werbung sorgen. Ihr könnt hier verschiedene Portale sowie auch natürlich soziale Netzwerke anbinden, um das Ganze hier zu bewerben. Aber auch Google Werbung schalten funktioniert auch problemlos. Das Ganze gehen wir natürlich in einzelnen später durch. Dann super wichtig natürlich, was ich schon in dem vorherigen Video angesprochen habe, die Vor- und Nachteile. Auch hier haben wir die Möglichkeit, Plattformen wie Amazon und eBay anzubinden. Marktplätze sind super wichtig und das Ganze wird hier quasi miteinander verbunden, so dass ihr alle Bestellungen von Amazon oder eBay oder beides, ihr könnt hier sehr viele Marktplätze dazu verbinden, direkt als Bestellung auf euren Shop bekommt und das Ganze vom Shopsystem aus verwalten könnt. Ihr müsst euch nicht mehr auf irgendwelchen Marktplätzen begeben, zwingendermaßen, sondern könnt das Ganze komplett von eurem Shopsystem aus steuern. Genauso auch wie Konfigurationen, Kundenkonten, E-Mail-Vorlagen und vieles mehr, sogar die Kleinunternehmerregelung, wenn du die anwenden solltest, kannst du auch hier integrieren als Hinweistext, wird die dann dem Kunden angezeigt und vieles mehr. So, das ist so die Funktionsübersicht. Hier könnt ihr euch das Ganze nochmal ins Detail anzeigen lassen, was genau alles integriert ist. Ihr seht es hier. Super, super viele Funktionen, die dieses Shopsystem bietet und im Grunde genommen alles, was ihr für den Anfang braucht. Dieses Shopsystem eignet sich für kleine, aber auch mittelständische Unternehmen. Dementsprechend ist es super gut aufgestellt. Schauen wir uns mal weiter an, was das Shopsystem sonst noch hat. Wir haben hier sogar Shop des Monats, der hier gekürt wird und vieles mehr. Ich wollte euch noch einige Vorlagen und Beispielshops zeigen. Und zwar haben wir hier, das sind die Standardvorlagen, die ihr hier wählen könnt. Ihr habt hier die Möglichkeit, das Ganze, wenn ihr mehr grafisch arbeitet und grafische Darstellung haben wollt für den Kunden, könnt ihr natürlich sowas hier nehmen. Ansonsten sind das hier ja, gute Shops, die übersichtlich sind und dementsprechend auch super komfortabel für den Kunden und bedienerfreundlich sind für den Kunden. Wir sehen hier zum Beispiel, wenn ihr irgendwas mehr mit Galerien macht und so weiter, vielleicht seid ihr in der Nische, dass ihr Bilder verkauft, dann könnt ihr natürlich sowas hier machen, ganz klar. Und wir schauen uns mal dieses Shopsystem an ein wenig. Ihr seht es hier beispielsweise, das ist so ein Beispielshop von Gambio und ich würde sagen, vergleichbar mit anderen Shop-Systemen ist das super. Ihr könnt hier verschiedene Sachen und Grafiken einblenden. Ihr seht hier sogar Animationen, bewegliche Videos. Also super cool. Auch solche Features wie nach oben springen gibt es hier auch. Das funktioniert reibungslos. So, dann gucken wir mal kurz noch bei Hilfe. Also ihr habt hier Anspruch auf den Support. Wenn ihr ein Paket bucht, oder auch diesen Shop speziell selbst auf dem Server haben wollt, dann könnt ihr hier natürlich den Kundensupport von Gambio selbst in Anspruch nehmen. Da wird immer geholfen. Ich habe bis jetzt noch nie Probleme gehabt im Sinne von, dass das etwas länger gedauert hat. Nein, gab es Probleme mit dem Online-Shop, dann wurde mir innerhalb von ein paar Stunden direkt geholfen und das finde ich super, super Service. Genauso bietet hier Gambio selbst auch Webinare an für die Grundlagen, die ihr mehrmals in der Woche bekommen könnt, euch dafür anmelden könnt und dann innerhalb von 2 Stunden wird das Ganze hier einem nahegelegt. Genauso wie Konfiguration und Gestaltung haben wir hier auch mehrmals wöchentlich haben wir das Ganze, wie wir das Ganze hier selbst machen können. So. Und natürlich kommen wir jetzt zu den Preisen. Was kostet der ganze Spaß? Und ich sage euch wirklich, vergleichbar mit anderen Shopsystemen ist das durchaus überschaubar.
Definitiv haben wir hier sehr gute Preise für das, was wir geboten bekommen. Denn wir können das Ganze hier jährlich oder monatlich abrechnen. Wenn wir das Ganze jährlich machen, seht ihr es hier, gibt es 10% drauf. Und dann ist es nämlich so, dass ihr dann das Ganze hier euch für ein Paket entscheiden könnt. Ihr könnt das Startup-Paket nehmen, ihr könnt Small Business nehmen, was ein bisschen teurer ist, hat dementsprechend einige Punkte mehr inklusive. Wenn ihr diese natürlich nicht braucht, könnt ihr natürlich mit dem Startup-Paket beginnen. API-Zugang muss jetzt nicht zwingendermaßen notwendig sein. Das ist nur, wenn ihr dann extern tatsächlich irgendwelche Warenwirtschaftssysteme anbinden möchtet oder wie auch immer. Und natürlich so ein Google-Paket, wo ihr dann auch ja, Werbung schalten könnt, was ihr natürlich auch ohne das Ganze könnt. Hier könnt ihr natürlich einfach das Google Shopping und Analytics dazu schalten. Müsst ihr selber auswählen. Wenn ich jetzt die Wahl hätte und ich würde wissen, ich möchte das langfristig machen, würde ich natürlich dieses Paket hier nehmen, weil das definitiv besser ist. Ihr habt hier auch den Support, nicht nur per Mail, sondern auch telefonisch könnt ihr direkt einen Mitarbeiter kontaktieren und dann wird euch definitiv direkt geholfen. Wenn es jemand etwas noch spezieller haben möchte und das ganze Paket, dann soll er sich natürlich für das Professional entscheiden, aber im Grunde genommen, Small Business reicht hier in erster Linie komplett aus. So, dann gibt es noch eine andere Variante und zwar kostet dann das ganze Shop-System 149 Euro netto im Jahr. Aber der Nachteil ist, ihr müsst einen eigenen Hosting haben, einen eigenen Webhost, der euch auch zusätzlich natürlich Geld kostet. Ihr müsst natürlich eine Domain haben, die normalerweise beim Webhosting dabei ist, aber auch Update-Services müsst ihr dann selber durchführen. Das Ganze hier oben in der Cloud, wo das Ganze für euch verwaltet wird, da sind die Updates immer inklusive, das wird immer komplett automatisch für euch gemacht. Ihr müsst euch damit komplett mit der Technik gar nicht groß auseinandersetzen. Dementsprechend finde ich das definitiv besser. Wenn du dich dafür jetzt irgendwas entscheidest, findest du den Link unten in der Beschreibung und kannst das Ganze abschließen. Solltest du aber sagen, ich möchte das vorher testen, dann kannst du das natürlich auch tun. Und zwar klickst du dann hier auf kostenlos starten und kannst hier das Ganze eingeben. Es reicht, wenn du den Shopnamen eingibst, den kannst du später auch ändern. So deine E-Mail-Adresse und schon kann das Ganze losgehen. Dann bekommst du das Ganze nämlich die Zugangsdaten auf deine E-Mail-Adresse. Und ich habe das Ganze schon mal hier gemacht. Dann siehst du das nämlich genauso, wie ich das jetzt hier sehe. Bekommst du so einen leeren Shop. Ihr seht es hier, hier ist noch alles leer und wir können das Ganze einstellen. Und wenn du dich dann hier mit deinen Daten, die du auch an deine E-Mail-Adresse bekommst, einloggst, siehst du hier oben Gambio Admin. Wenn du da drauf drückst, kommst du in das Backoffice. Und das ist genau das Backoffice, womit du dich dann vertraut machen musst und ein bisschen rumstöbern kannst. Denn hierüber wirst du dann im Grunde genommen alle deine Dinge über das Online-Shop-System steuern. Und das Ganze funktioniert sehr einfach, wenn man sich ein bisschen eingearbeitet hat hier. Aber ich werde euch das, wie gesagt, in den weiterführenden Videos alles Schritt für Schritt zeigen, wie ihr daran geht. Im nächsten Video werde ich schon zeigen, wie wir den ganzen Shop konfigurieren. Wir werden das auch Schritt für Schritt machen. Deshalb, wenn du dieses Video nicht verpassen möchtest, abonniere diesen Kanal, drücke die Glocke, dann bist du auf dem aktuellen Stand. Ich würde sagen, das reicht erstmal fürs erste Video. Registriere dich kostenlos, probier das aus, klick ein bisschen rum. Kaputt machen kannst du hier nicht viel. Du kannst schon mal erste Einstellungen treffen, die für dich definitiv ersichtlich sind. Und im nächsten Video zeige ich dir, wie das korrekt gemacht wird und dann kannst du es gegebenenfalls korrigieren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich, wenn dir dieses Video gefallen hat. Drücke den Daumen hoch, das motiviert mich natürlich, weitere solcher Videos zu machen. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß und bis zum nächsten Video. Alles Gute, ciao.